Hallo, hier ist Heike von papier-kult.de. Ich freue mich, dass du wieder zu mir gefunden hast. Heute dreht sich in diesem Video alles um ein Tutorial und zwar für eine Shadowbox-Card. Diese Shadowbox-Card habe ich gewerkelt für das Design-Team Creating Kindness Around the World. Die liebe Jenny Hall hat mich gefragt, ob ich als Gastdesignerin teilnehmen möchte. Natürlich habe ich ja gesagt. Vielen Dank, Jenny. Und wie ich diese Karte gemacht habe mit diesem 3D-Effekt, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Ach, und wenn du Interesse an deinen Produkten, an Workshops, an Katalogen oder auch nur einfach Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne. Würde mich freuen. Und jetzt viel Spaß beim Anschauen. Oh, hallo ihr Lieben. Wie gerade schon erwähnt im Vorspann, geht es heute in diesem Video um diese Shadowbox-Card. Die liebe Jenny Hall hat mich ja gefragt, ob ich als Gastdesignerin mit an ihrem Blog-Hop teilnehmen würde. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Und wir machen alle Shadowbox-Karten, das heißt, guckt einfach mal rein, da gibt es bestimmt verschiedene schöne Ideen dazu. Ich habe diese hier gemacht, ne, also außen relativ schlicht gehalten. Und wenn man dann aufmacht, hat man halt, ups, diesen 3D-Effekt, ne, dass man so wie so eine... passend dazu habe ich noch den Umschlag bestempelt. Da sieht es ein bisschen netter aus, und wie ich das jetzt gemacht habe. Das zeige ich dir jetzt. Als erstes machen wir mal den Hintergrund. Und dafür nehmt ihr euch ein Stück Aquarellpapier am besten. Dann habe ich den jetzt mal hingepuckt. Ja, wieder super vorbereitet, wie immer. So, ihr nehmt euch also ein Stück Aquarellpapier. Das schneidet ihr euch zu in den Maßen 9 mal 14,5. So, machen wir als erstes mal den Hintergrund. Und dafür braucht ihr Aquarellstifte. Ich habe jetzt hier für den Himmel gebraucht Babyblau. Das ist Babyblau. Die beiden habe ich für den Himmel gebraucht. Und für den Sand habe ich gebraucht Crush Curry eigentlich. So haben wir das. Pumpkin Pea. Bestimmt aus Versehen im anderen Set reingepackt. Also Crush Curry und Osterglocke habe ich dafür benutzt. So, als erstes fangen wir mal mit dem Sand an. Ne? Ich habe dann einfach ein bisschen überlegt, wo könnte der Sand sein. Ich habe dann grob mit dem Stift einfach da mit dem Crush Curry noch drüber. Und den Himmel habe ich gesagt im Babyblau. Ein bisschen Bermuda noch. So, und dann nehme ich mir einen Wassertankpinsel. Also ein Wassertankpinsel, drückt ein bisschen und dann schmiere ich das Ganze einfach ein bisschen. Das geht ganz super easy und macht einen tollen Effekt. Und ich finde es auch noch toll, wenn man immer noch so ein bisschen die Striche sieht. Also nicht komplett alles vermalen. Und das ist ein bisschen mehr Struktur, finde ich. Aber ein bisschen... Und das Ganze mache ich mit letzten natürlich mit dem Himmel auch. Das geht wirklich, das kann jeder.
Dafür muss man kein Malkünstler sein. Diese Amerikaner sagen super, super easy. So, das Ganze trockne ich jetzt mit meinem Föhn. Kannst du es zu Hause auch einfach trocknen lassen. Ein bisschen verbogen, aber das macht nichts. Jetzt stempel ich meine Palme auf und dafür habe ich das Set benutzt hier für die Karte. Ich habe das Beach Be Happy. Das findet ihr im Frühjahr-Sommerkatalog. Also wenn ihr das noch haben wollt, ich finde das toll für Sommer, als Sommerkarten, Sommerlayouts. Das geht aber raus im Juni, also wenn ihr das noch haben wollt, könnt ihr das jetzt noch bis Juni bestellen, solange der Vorrat reicht. Dann ist es leider raus, es wird nicht übernommen in den Jahreskatalog. Dafür nehme ich meinen Stemperatus. Ihr könnt auch mit Acrylblocken stempeln. Ich will meine Karte hier rein. Ah, es ist ein bisschen verbogen. Und dann mache ich als erstes mein Palmzweig. Überlege ich, wo ich den hinhaben möchte. So. Und das habe ich ja noch gestempelt in Wildleder. Und dann. Das reicht mir auch schon. Und für die Palme. Also um das sauber zu machen, das könnt ihr jetzt schlecht mit dem Kissen hier, könnt ihr jetzt schlecht sauber machen. Das funktioniert nicht so gut. Es sei denn, ihr schmiert komplett fest. Dafür gibt es das. Das ist toll. Das braucht ihr einfach nur feucht machen mit Wasser. Und dann könnt ihr hier die Stempel sauber machen. Das geht ganz einfach. Und funktioniert wunderbar. Und das mal schön zumachen, dann bleibt es feucht. Wenn es euch dann doch mal trocken werden sollte, dann macht es einfach unter fließendem Wasser wieder. So. Dafür habe ich genommen das Farngrün. Für die Palmbädel. Ja, jetzt habe ich schon wieder voll geschmiert. Da habe ich auch ein bisschen für. Kennt ihr das? Da, schon wieder voll geschmiert. Einmal daneben gegriffen und schon war es das. So, wenn man noch mal ein zweites Mal drüber macht, wird es natürlich ein bisschen dunkler. So, dann mache ich wieder meinen Stempel sauber. Meinen feuchten. Klappt wunderbar. So, dann habe ich den Hintergrund gestempelt. Und das lege ich mir erstmal an die Seite. Dann nehme ich mir noch ein Stück Rest hier. Also das ist Restweiß. Was haben wir hier? Hier haben wir den Rest. Und dann mache ich mein Liegestuhl. Ne? Also das stempel ich mir jetzt. Das kann ich jetzt einfach irgendwo hinmachen. Ich mache es dann hier unten hin, damit es ein bisschen platzsparend, also papiersparend ist. Und das mache ich auch in Wildleder, die Konturen. Da
mir zum Rest der Karte passt. So. Das stempel ich dann einmal ab. Genau, mache es wieder sauber. Und ich mache immer gleich die Stempelkissen wieder zu, weil ich kenne mich. Ich lang da rein, meine Karte fällt mir ins Stempelkissen und ärgere mich dann tierisch, dass ich mir alles versaut habe. So, dann wollte ich das ja noch befüllen. Und ich nehme dann für den Liegestuhl nehme ich das Innenleben hier, lege mir das hier drauf passend. So. Habe ich es richtig? Ich hoffe. Eigentlich kann man es ja ganz gut sehen. So, und dafür hatte ich genommen Bermuda Blau. Das hat sowas echt von Urlaub, ne? Also gerade diese Farbe Bermuda Blau finde ich total Sommer. Ja, passt. So, dann den Sonnenschirm noch. Den mache ich mir auch so. Ein bisschen ausrichten. So, und hier hatte ich dann aus Versehen einmal mit Curry Gelb gestempelt und habe dann aus Versehen ins Wildleder gelangt. Ich wollte also eigentlich den Sonnenschirm in diesem Curry Gelb machen. Das will ich jetzt auch tun. Nicht da, dass ihr euch wundert, warum ich einen braunen Sonnenschirm habe. Also Curry Gelb. Ja. Einmal. Ja, das mache ich glaube ich nochmal. Das ist das Tolle beim Stamparatus. Bei der Stempelhilfe hier, dass wenn ich jetzt mehrfach stempeln will, weil ich es dunkler haben will oder weil der Stempelabdruck nicht so toll geworden ist, dann komme ich immer wieder auf dieselbe Stelle, weil ich habe das ja einmal positioniert und dann ist gut. Wenn ich das mit Hand mache, kriege ich das ein zweites Mal nicht so super perfekt wieder übereinander. Also ich jedenfalls nicht. So. Ich tue das erstmal an die Seite. Und dann schneide ich das hier aus mit der Hand. Da haben wir jetzt leider keine Stanzen für. Weil das brauche ich als Deko für die Karte. Ja. Ich mache erstmal grob. Mich gleich besser in die Ecken rein. So. Ich bin mal echt gespannt, was die anderen gezaubert haben. Also das war schon, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Jenny mich eingeladen hat, so einer internationalen Gruppe mitzuhüpfen und gucken, was die anderen alles so gezaubert haben. Und wie unterschiedlich die Stile sind der Einzelnen. Finde ich immer wieder faszinierend. Also seht ihr, also mit der Big Shot wäre es natürlich jetzt schneller gegangen, aber da wir ja keine passende Stanze haben, müssen wir Hand anlegen. Ich hab's gleich. Dann geht es auch jetzt gleich mit der Karte weiter. Die ist absolut nicht schwer. Man müsste keine Angst haben. Das ist
wirklich einfach und trotzdem sehr effektiv, finde ich. So, das lege ich mir an die Seite. Und dann nehme ich mir, ihr könnt natürlich Farbkarton eurer Wahl nehmen. Ich habe dann den Flüsterweiß extra stark genommen, weil ich finde, bei so einer 3D-Karte, die viel im Anspruch ist, ne? Also diesen extra starken hier. Da ist mir das Flüsterweiß, das normale, zu dünn. Das wird mir dann zu schnell brechen. Also deswegen. Also ihr lasst die Länge so komplett so lassen und dann hier bei 14,5 kürzen. So, 14,5 kürzen und dann mit gefalzt. Ich drehe das Ganze mal. Dann wird gefalzt. Also bei 1 cm, 1 cm, dann dreht ihr das Ganze rum. Bei 10,5 cm, das ist doch jetzt mehr als 1 cm. Was habe ich denn da wieder gemacht? Ach, dumm Sinn gemacht. War ich wieder bei 1 Inch? Ja, klar. Einen halben Inch. Nee, also 1 cm. Ja, dann bei 10,5. Also da kann man sich natürlich auch ganz schnell vertun hier mit Inch und mit. Muss man echt doch mal ein bisschen mehr aufpassen. Bei 11,5. Und bei 21. Also 1 cm, 10,5, 11,5, 21 cm. Das Ganze falte ich einmal nach. So, das wird dann meine Karte, ne? Ja? Könnt ihr das sehen? So. So, hier kommt jetzt mein Rahmen rein. Und das stanzt sich dann in der Mitte aus. Und zwar habe ich dafür genommen die rechteckigen Stickframelets hier. Die findet ihr auch im früher Sommerkatalog und die werden Gott sei Dank übernommen, weil ich liebe ja diese Stickframelets. Dann habe ich mir eine passende Größe ausgesucht und werde es dann jetzt hier einkürzen. Und zwar mit, nicht einkürzen, mit der Big Shot ausstanzen. Also ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin Mensch, ich mache alles Pi mal Auge. Also wenn ihr super haargenau ausgerichtet haben wollt, dann müsst ihr euch das natürlich markieren und kennzeichnen. Und dass das so knackt, da müsst ihr keine Angst haben, das ist völlig normal, ne? Also da müsst ihr nicht Angst haben, dass ihr irgendwie die Maschine kaputt macht oder sonst was. Das ist alles völlig normal. So, und diese Sachen, die kann man natürlich jetzt wunderbar benutzen für andere Projekte. Also sowas nicht wegschmeißen. So, dann klebe ich jetzt hier meinen Hintergrund rein. Der kommt dann. So. Oh, da ist jetzt aber nicht richtig ausgestanzt. Ne, also den klebe ich mir jetzt hier rein. Bild, Leute. Muss immer wieder kontrollieren, ob ihr mich noch seht. So. Wunderbar. Palme ist gut im Blick. Kann man gut erkennen. So.
So, jetzt mache ich mir hier das doppelseitige Klebeband drauf. Und das kann ich so abreißen, da brauche ich gar keine Schere für. Das ist ganz plötzlich. Mach dann die Trägerfolie ab. Ja, das geht ja wunderbar. Das ist ja. Oh Gott, immer diese Vorführeffekte. So, ich lege meine Karte jetzt so hin, dass sie hier mit der Falz abschließt. Also der Rand hier mit der Falz hier abschließt. Und knickt das Ganze so um. Ja? So. Und schon ist diese Grundkarte fertig. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, das ist ja hier zu kurz, ne? So kann das ja nicht bleiben. Natürlich kann das so nicht bleiben. Da kommt ja noch unser Deckblatt drauf. Und zwar dieses hier. Jetzt mache ich aber erst noch mal meine die Einverzierung, die ich schon fertig habe. Ich hatte mir auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier zum Beispiel diesen kleinen diese Strandtasche noch ausgestanzt und vorher vorbereitet, damit es nicht allzu lange wird, das Video. Also das klebe ich mir jetzt hier rein. Ne? Und das mache ich um Büschen mit Flüssigkleber, würde ich sagen. Das könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt. Ich mache da ein bisschen. So, nicht zu viel, dass es rausquillt, das wäre nicht so schön. Und dann klebe ich mir das hier so rein. Ebenso meine Strandtasche. Die mache ich mir hier vorne hin. Ah, Schiede. Dann kleben wir es auch so, dass es jetzt da drüber ist. So. Sonst wisst ihr ja, wenn mal Kleber wo ist, wo es nicht hingehört, trocknen lassen und mit dem Kleberadierer wegmachen. Leider sind die ja bei uns aus dem Programm raus. Das sind diese Kleberadierer, ne? Aber in anderen Shops gibt es die noch. Oder ihr könnt auch ganz also beim Schuster mal nachfragen, ob die noch ein Reststück Gummisohle für euch haben. Das funktioniert nämlich genauso gut. Ja. So, dann den Deckel. Das ist jetzt Bermuda Blau. Zugeschnitten natürlich in 10,5 x 14,5. Das wird unser Deckel. Den machen wir, kleben wir dann hinterher einfach hier so drauf. Ja? Und ich finde, ich habe das Deckblatt jetzt nicht so aufwendig dekoriert, weil ich finde, dass das Innenleben ja überraschen soll, überzeugen soll. Und wenn ich dann schon das Deckblatt so aufwendig gestalte, dann da ist es. Habe ich schon mal ein Stempelset gesucht? Das gibt es auch nicht, ne? Also da brauche ich jetzt, also das will ich jetzt embossen. Und zwar mit Versamark und mit weißem Embossingpulver. Und hier mache ich das jetzt mit dem normalen Acrylblocks, weil das jetzt einfacher zum Händeln ist, finde ich, als jetzt mit dem Stemperatus. Das müsst ihr mal gucken, je nachdem, was ihr da macht. So, ich mache das so ein bisschen versetzt. So, dann habe ich hier mein... Genau. Föhne ich das erstmal. Es dauert einen Moment, bis es heiß wird. Und dann schmilzt der Lack. Nicht der Lack, das schmilzt das Pulver, damit das wie so eine Lackschicht wird. Und dadurch kommen diese Stempelmotive richtig toll zur Geltung.
eine tolle, tolle Technik. So. Und dann mache ich den... die Palmenwedel natürlich wieder. Also falls ihr mal guckt, was ich da Schönes habe, das ist echt praktisch, wenn ihr jetzt mit Embossing, ihr könnt natürlich einfach nur ein Papier nehmen. Das ist Snappy Tray, heißt das. Ja, ich habe das damals bei HeinDesign gekauft auf der Stempelmecker. Müssten aber, guckt einfach mal in diesen Stempelshops rein und so, ob die es da haben. Das ist echt praktisch. So, das embosse ich jetzt wieder. So, und dann klebe ich das hier auf meine Karte. Und dann klebe ich das hier drauf. Genau. Und als Deko hatte ich hier noch den Spruch, den habe ich jetzt auf weiß, auf schwarz embossed in weiß ausgeschnitten mit der Hand. Das klebe ich mir jetzt hier drauf. So. Und ein bisschen Bling Bling muss ja auch sein, bei mir jedenfalls. So, und ich hatte mir noch einen zweiten, so eine zweite Palme vorbereitet, weil ich das ein bisschen nackelig fand hier. Das gefiel mir nicht so gut und das klebe ich mir jetzt hier rein. Und einen Spruch hatte ich auch noch reingestempelt, ne? Meine ich. So. Genau. So, was für einen Spruch nehmen wir denn mal? Relax. Relax. Ist gut. Relax ist gut, das nehmen wir. So, und das stempel ich mir dann in Schwarz hier rein. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ja. So. Das war's. Das ist meine Shadowbox Card. Ihr seht, ist sie gar nicht so schwer. Und wenn ihr das nämlich jetzt so zusammendrückt, dann könnt ihr das ganz stinknormal in Umschlag packen und verschicken. Und wenn ihr dann die Karten aufmacht, kommt halt dieser Überraschungseffekt. Ne? Also. So. Na, ihr könnt natürlich jetzt Umschlag noch ein bisschen schön gestalten. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder Interesse an den Produkten habt, dann kontaktiert mich einfach. Würde mich freuen. Und ja, bleibt mir gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, eure Heike.